Guten Tag, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme am ersten parlamentarischen Gipfel der Krim-Plattform. Vielen Dank an unsere kroatischen Freunde für die Einladung und an Ruslan für den gelungenen Auftakt. Ich danke Ihnen allen für die freundlichen Worte über die Ukraine und die ukrainische Krim, wo wir uns auf jeden Fall wiedersehen werden, sehr bald. Da bin ich mir sicher. Wir sehen uns auf diesem Gipfeltreffen der Krim-Plattform, das die Wiederherstellung des Friedens auf unserem Kontinent bedeuten wird. Der Frieden ist das, was uns vereint. Das ist es, was wir schätzen. Das ist es, was wir anstreben und wofür wir in verschiedenen Formaten und auf verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten. Was wir alle im Jahr 2014 verloren haben, als Russland seine verrückte Aggression begann. Es begann mit der Krim. Nach mehr als 8 Jahren. Gibt es kein Land auf der Welt, das die Folgen von Putins Krieg nicht zu spüren bekäme? Alle sind davon betroffen, auf die eine oder andere Weise. Die Welt zählt die Verluste. Wozu hat die russische Versklavung der Krim geführt, wenn wir sie aus heutiger Sicht betrachten? Es war der Auftakt zu einem umfassenden Krieg, der Tausende und Abertausende von Menschenleben forderte. Es war die Geburtsstunde eines menschenfeindlichen Systems, das Männer, Frauen und Kinder ohne Unterschied von Alter, Geschlecht, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit foltert, ihrer Freiheit beraubt und traumatisiert. Es war der Beginn des gefährlichsten Chaos in den internationalen Beziehungen, das es je im Leben mehrerer Generationen gegeben hat. All dies brachte die russische Flagge auf die Krim, und von der besetzten Krim aus verbreitete er sich weiter in die Welt. Die Welt ist ein viel grausamerer Ort geworden. Ein Ort, an dem Russland leicht eine große Hungersnot provozieren kann, weil es durch seine kriminelle Kontrolle der Krim die Schifffahrtfreiheit im Schwarzen Meer zerstört hat und unsere für den Weltmarkt lebenswichtigen Lebensmittelexporte jederzeit blockieren kann. Die Welt ist zu einem Ort geworden, an dem Russland mit Leichtigkeit und ungestraft Hoffnungen auf Stabilität, zum Beispiel im Nahen Osten und in Nordafrika, zerstört, weil es die Krim als strategischen militärischen Stützpunkt für kriminelle Einmischungen in diesen Regionen betrachtet. Die Welt ist zu einem Ort geworden, an dem die russische nukleare Erpressung leider alltäglich ist, weil dieser Staat die gesamte Menschheit gefährdet, um sein gestohlenes Territorium zu behalten. Die russische Führung gibt sich große Mühe zu zeigen, dass dies alles aus dem Jahr 2014 stammt und für immer so bleibt. Aber wir sind hier versammelt, um zu verhindern, dass die durch Russland verursachten Grausamkeiten und das Chaos weiterhin andauern. Die russische Besetzung der Krim ist vorübergehend. Damit fing alles an. Seine Rückkehr wird die Wiederherstellung des wahren Friedens bedeuten. Denn das russische Aggressionspotenzial wird bis auf den Grund zerstört, wenn die ukrainische Flagge wieder an ihrem rechtmäßigen Platz weht, in den Städten und Dörfern der Krim. Russland sollte aufhören, die Krim als Brückenkopf in Anspruch zu nehmen. Dann wird die Welt spüren, dass es keine Verluste mehr geben wird. Und die Menschen werden das Gefühl haben, dass die Welt sicherer wird. Als wir vor 2 Jahren die Krim-Plattform gründeten, planten wir, ihr Format ständig zu erweitern. Und ich bin sehr froh, dass sich die Plattform in diese Richtung entwickelt. Anfangs war es die Ebene der Staatsoberhäupter. Jetzt kommen die Parlamentarier und Regierungsmitglieder, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Experten. Und diese zweite Ebene ist nicht weniger leistungsfähig als die erste. Denn sie ermöglicht es uns, die demokratische Kraft unserer Gesellschaften einzubeziehen, um auf jede Herausforderung zu reagieren, die bereits durch die russische Besetzung der Krim ausgelöst wurden und die sich unweigerlich ergeben werden, wenn die Krim unter die rechtmäßige Kontrolle der Ukraine zurückkehrt. Die heutige aktive Generation hat noch keine Erfahrung, um ein so spezielles Gebiet von den Besatzern wegzunehmen und unter die legitime Kontrolle des Staates zurückzubringen. Das 9. Jahr der russischen Versklavung geht weiter. Das 9. Jahr seitdem Russland Krim, aber auch das gesamte Völkerrecht, alle normalen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Beziehungen ruiniert. So ist es heute.
Russland hat der Krim Möglichkeit eines normalen Lebens weggenommen. Die Besatzer haben nicht nur Tausende von Verbrechen auf dem Gebiet der Krim begangen. Seit 2014 ist die Krim der einzige Teil Europas, in dem de facto Säuberungen aus religiösen und ethnischen Gründen fortgesetzt werden. Wenn sie ein Muslim sind, halten die russischen Besatzer sie für schuldig. Wenn sie Krim-Tatare sind, halten die russischen Besatzer sie für schuldig. Wenn sie einen ukrainischen Pass haben, halten die russischen Besatzer sie für schuldig. Denken Sie noch einmal darüber nach. Die Menschen leben schon seit 9 Jahren unter solchen Bedingungen. Und dazu kommt noch auch die ständige russische Militarisierung der Krim. Und auch die permanente Zerstörung der Natur der Krim durch die Besatzer. Und auch fehlende Garantien für Eigentumsrechte auf der Krim und der Raub der Krim im Interesse der Invasoren. Die Wiedereingliederung der Krim wird nach Jahren der Besetzung nicht einfach sein. Aber dank unserer Zusammenarbeit können wir diese Aufgabe erfüllen. Wir werden die Situation völlig verändern. Die Rückkehr der ukrainischen Flagge auf die Krim ist die Rückkehr zur Normalität, die alle Europäer kennen. Diejenigen, die es in jedem ihrer Länder gibt. Sicherheit, wirtschaftliche, rechtliche, soziale und kulturelle Normalität. Die Rückkehr der ukrainischen Flagge ist die Ankunft der Europäischen Union auf der Halbinsel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auf allen Ebenen unserer Integration, im Handel, denn die Krim ist ein riesiger Markt, für Investitionen gibt es auch enorme Chancen. Jetzt hat die Krim nichts davon. Und das kann auch nicht möglich sein, denn Russland hat unsere Halbinsel der Märkte und der Entwicklung beraubt. Die Rückkehr der ukrainischen Flagge bedeutet den Schutz der Menschenrechte, sie bedeutet Freiheit für alle Menschen auf der Krim, für alle Gemeinschaften, ethnisch oder religiös. Das bedeutet die Möglichkeit, sich frei zu äußern und die Wahrheit über die Geschehnisse zu verbreiten. Das ist überall auf unserem Kontinent der Fall, vom Atlantik bis zur Region Kharkiv. Und so wird es auch auf der Krim sein. Jeden Tag sind wir näher am Ziel. Ich war gerade bei der Berliner Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine, jetzt, wo der Krieg noch andauert, und auch nach unserem Sieg. Der Wiederaufbau unserer Krim wird zusammen mit dem Wiederaufbau der gesamten Ukraine diskutiert, die ein integraler Bestandteil Europas ist, mit seinen Werten, Investitionen und Kultur. Und jetzt brauchen wir 3 Dinge. In der Zeit, wo die Wiederherstellung unserer territorialen Integrität noch nicht abgeschlossen ist, brauchen wir ausreichende und rechtzeitige Unterstützung für unseren Staat. Militärische, finanzielle Unterstützung und Sanktionen. Ich bitte Sie, sich für diese Unterstützung der Ukraine einzusetzen und sie ständig zu verstärken, das ist die Grundlage für den künftigen Frieden. Wenn wir dann unsere legalen Staatsgrenzen wiederherstellen und die Krim zurückbekommen, werden wir Ihre Erfahrung brauchen, im sicherheitspolitischen, juristischen, wirtschaftlichen, sozialen, infrastrukturellen Bereich, um der Krim nach den Jahren der Besatzung wieder zu vollem Leben zu verhelfen und den Menschen auf der Krim Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Sollte unsere Zusammenarbeit auch nach der Wiederherstellung unserer territorialen Integrität in vollem Umfang aufrechterhalten werden. Wir müssen unser Format, das Format der Krim-Plattform, zum Vorbild für andere humanitäre Organisationen machen. Und diplomatische Plattformen, die zur Deokkupierung anderer Gebiete beitragen, die einst versklavt wurden, von Transnistrien und Abchasien bis zu den nördlichen Gebieten. Und drittens. Dies ist sehr wichtig. Ich bitte Sie, mir zu versprechen, dass Sie auf jeden Fall unsere ukrainische, bereits von den Besatzern befreite und friedliche Krim besuchen werden, sobald wir unsere Nationalflagge dorthin zurückbringen. Dieser Teil Europas wartet auf liebe und geschätzte Gäste. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich möchte mich noch einmal bei Kroatien als Gastgeber unseres Gipfels bedanken. Vielen Dank, Herr Premierminister Plenković, schön, Sie zu sehen und zu hören, und Herr Vorsitzender Jandroković, für Ihre Gastfreundschaft. Hoch lebe die Ukraine!